Alles rutschig. Bremswellen. Ah, der Split ist mies. Ja. Alter. Und ich sag noch, eigentlich ist das Zeug relativ resistent gegen Bremswellen, gell? Ja, voll. Aber voll. Geil. Der Winter war lang, weil hier ist ja noch mehr Schnee gewesen. Und ich glaube, das ist überall so. Da müssen wir jetzt durch. Mal rot testen eine Runde. Ich guck mal, was passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Also ich mäßig begeistert. Nee, das sieht nach überhaupt nicht begeistert aus. Ja, so wollte das war, glaube ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist das erste Mal, dass ich irgendwo hinkomme und sehe direkt. Schanzi, hast du Split. Ja. Wir kommen mal im Nassen nochmal her, da macht es eigentlich richtig Spaß. Ja. Und dann okay, hier ist normaler Boden, ist zwar auch staubig wie Sau, aber. Ja, aber das ist ein guter Trainingseffekt, wenn du was nicht hinkriegst, musst du es lernen. Nice. Aua. Das sind Pump, hey, keine Bremse wahrscheinlich. Alter, der Schotter ist echt furchtbar. Kann ich Eumelchen schon nachvollziehen. Gott, war das rutschig damals, als ich das letzte Mal hier war. Oh, Alter, ist die Kante weggebrochen. Na geil. Weißt du, was das auch ist? Dass ich die Kurven nicht gescheit fahren kann? Ja. Weil da innen drin dann viel zu viel ist. Ja. Die sind viel zu flach. Ja. Das ist aber. Das tut mich dann total so, hä? Wie kann ich da gar nicht so reinlegen wie sonst? Ja, aber genau das ist das Anfängerfreundliche. Weil der Anfänger hat Angst, sich in eine Kurve zu legen. Deswegen fährt er also da oben dieses total bescheuerte Stück, wo du einfach eigentlich nur reinkatten kannst und voll alles explodiert da nach dem. Haha, Alter. Weil jemand, der sich überhaupt nicht da reinlegen kann, der fährt dann einfach ganz langsam, bremst und so, fährt da rum. Das komme ich mir auch vor, weil in der Geschwindigkeit, wo ich jetzt eigentlich fahren würde, ja, funktioniert das nicht. Da willst du aufs Maul fallen, ja, da wird dir das Vorderrad weg. Mit dem Boden dann noch, ist das, was mir jetzt gerade total Schiss macht. Das ist okay. Sollten wir irgendwann auch mal üben, so ein bisschen. Das waren die ersten guten Kurven, ne? Ja.
schon Laune, wenn du schnell bist. Vier Abfahrten waren wir uns relativ einig, dass wir ja da jetzt nicht so Bock drauf haben auf Schotter und staubtrockene Trails, die total ausgebombt waren. Und so haben wir beschlossen, okay, wir machen noch irgendwas anderes, sind hochpedaliert auf dem Berg und haben dort oben gepennt und am nächsten Tag ging es dann den Frommes Trail runter. Das war eigentlich eine ganz schöne Entscheidung, war sehr anstrengend, aber gut. Video folgt dann irgendwann. Alles klar. Ja.